Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregors Gaming Gyros mit Penny's Big Breakaway. Ich will eigentlich immer sagen, Penny's Big Break, weil das so der sinnigere Satz auf Englisch wäre. So ihre Chance, könnte man das ja so übersetzen. Aber Penny's Big Breakaway ist der konkrete Name. Das Spiel ist gerade frisch rausgekommen. Shadow Drop kann man es nicht ganz nennen, weil wir schon über das Spiel Bescheid gewusst haben. Aber Shadow Release vielleicht ist mitten im Anschluss an der Nintendo Direct zum Kaufen da gewesen. Nicht nur für die Switch, denn wir spielen heute auch die PlayStation 5 Version. Dementsprechend, ich hatte mich in meinem Bekanntenkreis mal umgehört, wo Leute schon die Switch Version sich angeschaut haben, und die soll wohl hier und da mal ein paar technische Schwächen haben. Ich habe sie jetzt noch nicht selbst gesehen, das ist nur das, was ich vernommen habe. Dementsprechend fand ich für mich jetzt sinniger, mal auf eine Variante zu wechseln, was wir hier übrigens im Trailer oder im Intro-Trailer nicht ganz so sehen können, weil der ein bisschen hakelig ist, warum auch immer. Aber auch eine Version zu wechseln, die möglich das flüssige Spiel hat. Letzten Endes checkt da gerne Review aus, wenn die Switch-Version vielleicht nicht ganz technisch dementspricht, was man erhofft hat. Penny's Big Breakaway ist das neue Spiel der Sonic Mania-Macher. Der Leute, die Sonic Mania für Sega verantwortet haben. Sega hat ja mittlerweile, ich weiß nicht so, wie das intern bei denen geregelt ist, aber die entwickeln wieder mehr intern, habe ich das Gefühl. Es war bei Sonic Mania ja so gewesen, dass da ein externes Team, sagen wir mal, dran gewesen ist mit Producing von Sega, aber hauptmitverantwortlich der Christian Whitehead, der unter anderem sehr viele Ports gemacht hat damals für die, was waren das, Sonic 1 und 2 für Handy und so weiter, selbst Sachen umprogrammiert oder zumindest so umgemodelt, dass du da richtiges 16:9 aus den alten Spielen bekommen hast. Das hat Christian Whitehead als auch den anderen Leuten, die dran gesessen haben, ich glaube Pat Cannon hieß noch, das erweiterte Studio, da gibt es noch ein paar andere, die da mit drin hängen, aber die haben die Chance bekommen, quasi aus dem Fanbereich ein eigenes Sonic zu machen, was Sonic Mania geworden ist und meines Erachtens nicht nur das beste Sonic-Spiel der Moderne, sondern eines der besten überhaupt. Vielleicht ist es sogar auch ein Eintrag in der großen Bucketlist der Videospiele, wenn ich die mal erwähnen darf, die dann demnächst kommen wird, das neue Retro-Club-Buch unter anderem. Ich weiß nicht, warum die jetzt nicht an dem Sonic Mania 2 dran gesessen haben oder ob es da irgendwie einen Ärger mit Sega gab. Ich glaube nicht unbedingt in der Richtung, weil dann kam ja nochmal Sonic, nicht Sonic Generations, das kommt ja demnächst als Remaster, sondern warte mal, drücken wir mal auf Start, damit wir nicht weiter das Intro sehen. Aber da gab es ja noch dann ein weiteres Sonic im letzten Jahr, was so 2,5D gewesen ist, wo die dann nicht so richtig hauptverantwortlich dran gesessen haben. Lange Rede, kurzer Sinn, das Team, das Sonic Mania verantwortet hat, hat ein Spiel auf eigene Faust gemacht, was jetzt kein 2D-Jump'n'Run ist mit Penny's Big Breakaway, sondern ein 3D-Jump'n'Run, was mich so ein bisschen so einen Mittelweg erinnert zwischen N64 und GameCube-Ära, sagen wir es mal, mit einem eigenständigen Style, der fast schon auch sehr Sega 90er ist im Gegenzug. Vielleicht so das beste Beispiel ist Sonic 3D Billy Hatcher. Ich weiß es nicht, das ist zumindest der Eindruck, den das Spiel gemacht hat. Wobei es ein bisschen was anderes sein soll als ein... Okay, ich kann die Steuerung sehr viel runtersetzen, aber ich kann die Kamera nicht invertieren. Es soll auch schon ein bisschen was anderes sein als das klassische 3D-Jump'n'Run. Wenn es das neue Spiel der Sonic Mania mache, ist, gucke ich da natürlich rein, weil ich Sonic Mania so toll gefunden habe. Und ich bin kein Freund vom Design gewesen. Wir starten mal und gucken mal. Also was den Charakter jetzt hier angeht, der wirkt auf mich ein bisschen weird. Und die Farbgebung, wie gesagt, ich kenne sie ja eher so 90er Sega-Style von 2D-Games. Ich denke, boah, solche Sachen wie nicht nur Sonic, sondern Dynamite Heady, ne, zum Beispiel. Aber die Figuren machen es für mich nicht ganz so ganz. Letzten Endes egal, wenn es ein geiles Spiel ist am Ende. Unser Hauptcharakter Penny nimmt sich hier ein schönes Poster und das geliebte Jojo wird in die Hand gepackt. Denn wir wollen ja Jojon, dass die Schwarte kracht. Okay, dann lass uns mal gucken, was man hier anstellen kann. Und ich kann frei herumlaufen. Okay, der rechte Stick dreht nicht die Kamera, sondern der rechte Stick in die Richtung, in die ich haue oder wenn ich drehe, mache ich meine Jojo-Action. Ich kann springen, sogar auf die Leute rauf. Sehen eher fast aus wie die Bonanza Brothers hier. Es ist doch mehr Sega, als ich es vielleicht angenommen habe. Also so Sega inspiriert. Endlich können frische Talente sich versuchen. Das ist riesig.
Offenes Casting, das ist riesig. Eddie hat das vorher noch nie gemacht. Also müssen wir mal gucken, was das jetzt hier bedeutet. Imperator Eddie. Ich weiß nicht, ob ich das so mag, dass diese ganzen Sachen hier so aufploppen. Jetzt halte ich immer mehr an, um zu lesen, was da steht. Und das bremst ein Spiel natürlich aus. Also das ist wie so eine Art DSDS hier gerade, wo Imperator Eddie hier auch mit dabei sein soll. Ich kann die Kamera nicht frei drehen übrigens. Ich habe da was in den Steuerungen von Kamera gesehen, wenn ich auf dem Steuerkreuz draufdrücke. Aber ich verstehe nicht, was da passiert gerade. Kann ich dann... Nee, irgendwas, wenn ich auf dem Steuerkreuz gedrückt halte nach unten, passiert das. Ich kann... Ah, okay, das ist, um quasi mal ein bisschen Überblick zu bekommen. Steuerkreuz nach unten kriege ich so eine leichte Top-Down, Steuerkreuz nach oben kriege ich so eine Close-Perspektive. Aber dadurch, dass es auf dem Steuerkreuz ist, kann ich natürlich nicht gleichzeitig mit dem linken Stick lenken, es sei denn, ich packe die rechte Hand auf den linken Stick. Die Sachen können wir kaputt machen. Ja, es hat sehr Schleudermanöver mit dem Stick. Dass man die so benutzt. Ich bin schon ganz froh, dass ich jetzt hier die PS5-Version spiele. Auch wenn das nicht das grafisch aufwendigste Spiel ist. Aber so 60 FPS machen schon einiges aus, finde ich. Oh, ich warte mal. Habe ich mich an die Kolonne da dran gehängt? Ja, in der Luft kann ich mich nicht irgendwie. In der Luft kann ich mich anscheinend nicht um die Laterne da wickeln. Was kann ich denn auch noch machen? Okay. Oh, interessant. Der Jump ist sowohl auf X als auch auf L1 und R1. Also du hast sehr viele Jumps. Oh, hier sind auch noch Tutorials. Okay. Wirft dann Jojo reiten. Oh Gott. Nee, das sind wahrscheinlich alles Sachen, die einem aber nochmal beigebracht werden, weil ich will jetzt nicht durch 500 Einträge durchgehen. Aber ich wollte eigentlich auf die Steuerung mal gucken. Nee, also Screenshot aufnehmen. Jetzt habe ich einen Screenshot aufgenommen, warum auch nicht? I'm not quite sure. Gleich geht's los. Bist du bereit? Let's try it out. Interessant, dass du keine freie Kameradrehung hast. Also so macht das Spiel wohl dich immer oder packt dich immer genau in das Spotlight, wo du hin willst. Schade, dass die Cutscenes nur Videos sind hier. Das hier gerade ist zwischendurch war ein Video gewesen. Jetzt hat man Jojo-Zähne und eine Zunge. Zicke-Zacke-Zauber zeigt dich. Okay, ich wollte gerade sagen, haben wir das Sprachausgabe? Nein, wir haben Okami-Sprachausgabe. Oh, eine kosmische Schnur. Wie seltsam. Vielleicht hilft sie dir ja beim Casting. Du darfst keine Zeit verlieren. Es ist gar nicht so einfach, in Imperator Eddys Palast zu gelangen. Okay? Wie auch immer. Oh, jetzt habe ich einen Timer. Okay. Was ist jetzt passiert? Welche Nummer hast du bekommen? Nummer 8. Ah, okay, die Sachen kann ich zerstören. Wirf dein Jojo. Ach, mit 4 kann ich auch werfen. Okay. Okay. Also wenn ich mit Viereck mein Jojo werfe, dann macht sie das natürlich nur in die Richtung, wo sie gerade hinguckt. Aber wenn ich nach hinten laufe und mit dem Jojo in eine andere Richtung mit dem rechten Stick mache, ich glaube, ich sollte mich eher daran gewöhnen, das mit dem rechten Stick zu machen. Dachte, das macht es ein bisschen angenehmer. Warum muss ich gerade an Knack denken? Auf der PS4. Was ich lieb, das merkt sich. Okay, Rücksetzpunkt. We get it. Reiten, also Kreis für reiten. Gedrückt halten, oder? Ah ja, okay. Aber nicht so gedrückt halten. Okay, also Angriff gedrückt halten. Ah, oder L2, R2, okay. Ah, damit man hier mit den Stick frei hat fürs Jojo machen. Da kann ich nämlich auch hier so jumpen und hier so. Okay, ja, okay. Also rechter Stick für Jojo. R1 für Jumpen, R2 für den Jojo-Ritt. Wupp. Und einfach nochmal springen, damit du rauskommst. Ja, es ergibt Sinn, wenn man so nicht die Finger immer von dem Controller nehmen möchte. Zweimal R für den Sport. Ah, sich in der Luft festhalten. Okay. Haben wir hier unten denn was ich haben wollen würde?
Let me check it out. Ein Springbrunnen vielleicht. Zum Draufspringen. Der müsste auch ein Achievement geben, wenn ich hier oben bin, oder? Da war doch was. Ne, irgendwas. Warum spuckt Dr. Robotnik da? Ist nicht Dr. Robotnik, aber warum spuckt er da? Für solche Sachen, ich würde fast dann eher auf Viereck dann drauf gehen. Penny hat ziemlich viel Momentum hier gerade, Fliehkraft. Viereck gedrückt halten zum Greifen, okay. Wände aufmachen. Es ist ein bisschen, Moment, ich mach mal für mich ein bisschen lauter, weil ich habe hier allgemein den Sound recht runtergedreht. Die Musik ist allgemein recht leise drunter gemischt, ne? Ich habe jetzt nichts verändert an der Abmischung. Ich habe gedrückt gehalten. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe es nicht so runtergedreht an der Schaltung oder so. Da habe ich die Energie wieder. Müsst ihr mir sagen, Seilrutsche wirft ein Jojo drauf. Aber was ist das? Wieso falle ich denn da runter? Ich gehe da drauf und dann macht sie das Jojo wieder los. I don't get it. Musik könnte für mich ein bisschen lauter. Vielleicht darf ich das nur in der Luft machen. Okay, ich darf das nur in der Luft machen. Wenn ich auf dem Boden sitze. Überspringe ich gerade die DSDS-Linie hier. Okay, was hier? Schwinge. Gedrückt halten, um in der... Oh, okay. Ohne irgendwo festzuhalten. Oh, das ist ja interessant. Wie lange kann ich mich denn halten in der Luft? Oh, das ist ja eine interessante Technik. Wie kann das Ding denn in der Luft schweben? Kann ich das zweimal machen? Okay, und ich habe eine Art Doppeljump oder sie dreht sich beim zweiten Jump. Sind ein paar interessante Manöver drauf. Ist wahrscheinlich, hey, nicht drängeln, hör auf zu schubsen. Da habe ich es dann doch hierhin geschafft. Es will dir wohl dann so spezielles Traversal hier dran packen. Also mal gucken, dürfen wir als Erster auftreten vor Dieter Bohlen. Erhebt euch für den leuchtenden Stern der Bühne, unseren gütigen und muskelbepackten Helden, den Mann mit dem goldenen Bizeps, Imperator Eddie. Da ist er ja, wie aus dem Gesicht geschnitten. Und Richter Rufus ist auch noch hier. Harumpf. Abgelehnt. Du kommst nicht in den Recall. Achtung, das Gala-Casting hat begonnen. Seine Majestät, der Imperator, wird nun den ersten Künstler empfangen. Fräulein Penny auf die Bühne. Ich habe auch meine Jojo. Guck mal, es hat die Zähne und die Zunge. Dann macht das und macht hier so ein bisschen. Irgendwas hat das Spiel, Leute, aber der Style vom Hauptcharakter ist nicht meins, sage ich weiterhin. Wow, yay! Ich meine, großartig, bemerkenswerte Show. Des Kaisers neue Kleider, was ist los? Keuch. Mein Unterbuchs hat meine Kleidung gegessen. Verbrechen, ein Verbrechen wurde begangen. Das kriminelle Entkleiden der imperialen Persönlichkeit. Kriminelles Chaos im Editorium. Es ist alles im Buch der Gesetze festgehalten. Deine mehrfachen monströsen Missetaten. Junge Dame, du bist eine Verbrecherin. Alle lachen den König aus. So kommst du nicht in den Recall, ey. Wirklich. Wachen, ergreift sie und steckt sie ins Gefängnis für 10.000 Jahre. Oh, die, Dude, sind das die aus Disgaea hier? Die Prinnies oder was? Nicht ganz, ne? Prinnies sind Seelen verstorbener Verbrecher oder so? Okay, das ist wieder ein anderes Franchise hier. Okay, ich kann die Sachen auch zerbrechen, wenn ich drauf springe. Die Musik ist jetzt ein bisschen funkiger, ne?
Was wäre der erste Vergleich hier mit dieser selbstdrehenden Kamera? Das ist nicht Kirby, ne? Oh, ich muss das Kirby auf der Switch noch spielen, fällt mir ein. Wenn das mal auf der PS5 laufen würde, das wäre nice. Was hier? Double Jump. Nee. Also irgendwas sagt mir das so bei, das ist genauso ein Feld, ne? Also hast du wahrscheinlich nichts, was du hier konkret machen möchtest. Das Rollen ist ein bisschen unpräzise. Das Gefühl, ich komme da nicht so vernünftig weiter. Also nicht in die Richtung, wo ich hin möchte. Gut, dass die Musik jetzt wieder lauter ist. Das brauche ich schon bei so einem Jump'n'Run. Ah, nicht lang genug gedrückt gehalten. Ich brauche wieder Eiscreme. Okay, ich muss echt diese Mechanik üben mit dem Luftschwung. Rein instinktiv möchte ich einen Double Jump machen. Was habe ich denn hier? Ein Bonusding. Okay, Wie? Wo komme ich hier hoch? Ups. Wie? Ja, es hat was. Was ist mit dir? Hilfst du uns bei der Suche nach unseren Bolzen? Danke dir. Ein seelenloser Stahlbolzen. Dilemma. Wenn du Bewohner in Not hilfst, werden sie sich am Ende der Stufe sehen wollen. Ein größeres Publikum bedeutet einen größeren Bonus. Bin ich jetzt auf der Flucht eigentlich? Ich habe die Story schon vergessen. Okay, das haben wir schon mal. Jetzt kann ich den Bolzen bringen. Hab ich dir den Bolzen nicht gegeben? Oder muss ich einfach weiter sammeln? Oh, Moment. Da haben wir was. Ah, okay. Ich muss die Bolzen... Ah, das Abschätzen der Abstände ist ein bisschen knifflig, selbst mit der fixen Kamera hier. Da bin ich nicht so der Fan von, muss ich sagen. Haben wir hier noch so ein Ding? Nein. 4 von 5 Bolzen. Ist da noch einer hier? Oder? Mit dem Traversal kriege ich hier, glaube ich, noch ein bisschen so die Probleme, dass Eindrehen, aber die Perspektive, wie sie dann sein soll, ist hier vielleicht eine, die ich übersehen habe. Nee, dann muss ich weitergehen für die Bolzen. Hinter dieser Tür ist bestimmt einer. Nichts ist hier. Okay, ich darf einfach nicht springen drücken bei den... Da ist ein Bolzen, okay. Danke, dass du die Bolzen gefunden hast, du hast mich gerettet. Oh, ich muss sie nicht zurückbringen, okay. Gut. Ich dachte schon. Diese Kisten kann man nicht kaputt machen. Pinguine. Wenn dich zu viele von Eddys dusseligen Verteidigern packen, bist du gefangen. Schüttel sie ab, indem du Yo-Tricks wie Sporten oder Schwingen abfängst. Okay. Die Prinnies, ey, hier. Oh, bin ich zu früh? Vielleicht hätte ich da noch ein bisschen was suchen müssen. So, drücke den Wirbel. Technik, ja. Machen wir das mal. Gut, ich glaube, ich liege falsch mit N64 und GameCube. Das ist sowas von 3D-Sonic, aber geführter. Ja, also mein Eindruck ist mir, dass das würdest du echt in so einem Sega-Spiel wie Sonic oder Billy the Hatcher sehen. Billy Hatcher. Nicht Billy the Hatcher. Ein Mittagessen von Tauben unberührt. Dass die mich schnappen wollen. Ihr kriegt mich nicht. Da oben ist eine. Oh.
Da bin ich. Kann ich dir was tun? Oh, ich habe da noch Eiscreme und andere Sachen. Nee, es ist doch schon ein sehr Sega-Style Jump'n'Run. Mit eben dem Unterschied mit der fixen Kamera. Oh, dass diese Gegner, dass die auch keine Ruhe lassen. I'm not that sure. Haben wir auch das Ding. Bisher, glaube ich, haben wir den Sammelkram gut gemacht. Das Gras niederzuzwirbeln. So, ja, sorry mit. Ich sollte wieder mehr mit dem Stick arbeiten. So. Und wir haben alle drei Aufträge erledigt, aber wir haben doch schon Sammeldings, was uns fehlt. So. Ein Glück, dass man noch so ein bisschen diesen Extra-Jump machen kann. Weil ansonsten... ich bin kein Fan davon, dass die Perspektive immer die ganze Zeit wechselt und man dann präzise Sprünge machen muss. Das macht es für mich ein bisschen fertig hier. Da ist das letzte Sammelding da unten, ich habe es gesehen. Aber wahrscheinlich ist das so Gewöhnungssache, kann ich mir vorstellen. Oh, ach, da geht's nicht lang. Oh gut, ich dachte, ich habe da das Sammeldings gesehen, aber dem war wohl nicht so. Es ist anders, als ich mir vorgestellt habe. So, wie komme ich jetzt da runter? Da komme ich runter. Okay. Gab es da einen Jump da drauf? Was war nur viel? Habe ich Manöver vergessen, wie ich das hier aktiviere? Okay, so kannst du es auch machen. Da haben wir das Sammeldings gesammelt. Da haben wir alles, ne? Aber jetzt werde ich jetzt zerquetscht. Okay, jetzt geht's hoch und runter. Ah, da ist ein anderes Tor oben. Ich dachte schon. Was ist denn hier der Fall? Oh, dieses Autofahren ist nicht geil. Verschwinden die denn, wenn ich sie haue? Oder? Ah doch, sie verschwinden auch. Sie bleiben nicht auf dem Feld und versuchen dich nochmal zu fangen. Die Grafik ist auch nochmal ein bisschen weiter niedrig aufgelöst, je weiter hinten du bist. Quasi als so Konzessionsentscheidung, ne? Straßenkünstlerbühne zeigt deine Moves. Der Straßenkünstlerbühne, je weiter du oben landest, desto besser fallen deine Belohnungen aus. Ah, okay. Das Sonic-Level-Ende gemischt mit Mario-Flagge. I get it. Bist du eine Künstlerin? Los, auf diese Bühne rauf. Ich bin dieser Bühne. Okay, ist das genug? Oh. Oh, ich hätte die Knöpfe, okay, die Knöpfe gleichzeitig drücken müssen. Das habe ich nicht gewusst. I didn't know that. Aber wir haben alles eingesammelt. Volle Sterne, leicht knifflig, kühne Entdeckerin, schön viel Boni. Level 1 abgeschlossen, Postkarten. Zeitangriff freigeschaltet. Fortfahren. Ein paar Level können wir noch machen, ne? Würde ich sagen. Okay, es ist doch wesentlich mehr Sega 3D Jump'n'Run. Ich finde es nicht schlecht, aber eben anders als erwartet. Aber es kickt mich noch nicht so beim ersten Zocken. Ich glaube, ich muss in den Flow reinkommen. Ich muss einfach mal ein bisschen flüssiger spielen lernen. Okay, ich habe wahrscheinlich gerade noch überlebt, wo ich einen hatte.
Kann ich die denn wirklich alle mir entledigen? Ach, da kommen aber mehr raus. Egal, dann lass uns weitergehen. Ja, ich muss mich flüssiger dran gewöhnen. Oh, das sollte ich natürlich nicht machen. Ah, okay. Also je nachdem, wo ich gedrückt halte, ich sehe, wo ich dann lande. Am Ende. Es ist schon eine gute Idee, das zu einem... es ist schon eine gute Idee, das irgendwie mit einer fixen Kamera zu machen. Anstatt das frei drehbar. Trotzdem immer noch mit dem Schatten ein bisschen Probleme mit dem Positionieren. Ihr habt das gerade auch gesehen, ne? Irgendwie, ich weiß nicht, seit dem letzten Update der PS5, ob ihr das auch bei euch so habt. Aber ich krieg oft mal die Anzeige, geblockte Szene. Und hat man ja bei ein paar Spielen, die dann versuchen, dann so ihre Story damit zu kaschieren oder zu verstecken, aber das taucht einfach mittendrin im Gameplay auf und ist sofort in der nächsten Sekunde wieder weg. Ich weiß nicht, ist irgendwie ein Bug seit dem letzten Update oder habe ich das nur bei mir? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber wenn euch das auch passiert mit eurem Gerät, dann schreibt es bitte in die Comments rein, dann weiß ich, dass ich zumindest keinen Schrott hier habe. So. Mal hier unten, weil ich wollte noch die hier mitnehmen. Zerstöre sie alle. Das sieht aus wie ein Spiel, das sehr fix zu Speedrunnen ist, wenn du es einmal drauf hast. Weil was ich jetzt noch nicht mache, ist zum Beispiel dieses Schleudern jeweils dahin. Da sehe ich doch schon, was ich anstellen muss. Da ins Loch rein. Nee, doch nicht. Penny hat ein bisschen Momentum beim Drehen. Ein bisschen Fliehkraft. Ich sehe diese Schalltafel an. Geht's wieder zu? Nein. Braucht einfach nur da sein. Und dran hängen bleiben. Jetzt haben wir echt diese super funky Musik hier noch. Oh, Alter, ey, diese Pingis gehen mir so ein bisschen auf den Sacki. Warte mal, das kann ich ja tilgen hier. Jetzt hatte ich schon gesagt, ich will mich an den rechten Stick gewöhnen, aber ich mache das trotzdem jetzt hier gerade alles schön mit Steuerkreuz. Also Steuerkreuz und Viereck. Ja, uff. Das ist schon nervig jetzt hier gerade. So, wie komme ich denn hier hoch? Stick halten und... Wirklich? Also Leute, der Pfeil hat doch dahin gezeigt. Was ist denn das? Der Pfeil hatte doch dahin gezeigt. Ich dachte, ich habe es gut gemacht. Ja, wahrscheinlich ist es eine Eigenheit der Steuerung, die ich noch nicht drauf habe. So, einmal hoch. Es kann auch in viele Richtungen gehen, gerade jetzt hier mit dem Spiel. Das könnte vielleicht eine meiner Faves dieses Jahr werden. Aber weiterhin noch fühle ich es nicht zu 1000%. So, wenn ich das hier so mache... Okay. Ich musste das nach vorne schleudern auch nochmal ein bisschen üben. Was willst du haben? Müsstest du dem Boss die Notiz hier bringen? Okay, die Notiz hängt einfach mal im Jojo dran. Bist du der Boss? Sie ist gleich da drüben. Bist du der Boss? Der Boss schaut uns zu. Ja, warte mal. Ach so, einfach loslassen.
Du bist der Boss. Eine Nachricht. Ich hoffe, ich stecke meinen Arbeiter nicht wieder fest. Hilfe, ich stecke fest. Okay. Und was jetzt? Puh, Glück gehabt. Ich dachte schon, ich bin abgenippelt. Aber ich habe es noch mit meinen Jump'n'Run-Skills da runter geschafft. Okay, das ist nicht. Dann müssen wir mal hoch. Haben wir denn schon was verpasst? Von den Optional Things? Ich muss nochmal mit dem Stick extra dahin halten, damit Penny da hinkommt. Na, dahin. Okay, ich müsste jetzt alle umgenippelt haben. Bleib mal dran. Oh, ich bin da runtergefallen. Ausgeschieden. Ui! Das war fast falsch. So weit hinten bin ich. Na gut, ich habe es doch gerade nicht gut gemacht. Sagt in die Zeit. So, wir haben noch ein bisschen, oder? Ach, ich kann hier einfach rüber. Oder auch nicht. Ich bin ziemlich blöd. Gerade. Aber ich muss doch hier rüber können. So, sag doch. Das ist für ein Quatsch, dass ich da nicht rüber konnte. Ah, ich habe beide Türen aufgemacht. Oh, fuck. What? Wie habe ich denn das geschafft? Holy shit, okay, das war nicht meine Absicht, aber ich bin anscheinend der Geilste. Okay. Das ist echt alles noch so ein bisschen Übungssache hier. Was denkt ihr denn bisher von Penny's Big Breakaway? Hattet ihr das überhaupt auf dem Schirm gehabt? Oder? Also mir war es eben wegen dieser ganzen Sonic Mania Verbindung im Hinterkopf. Aber nicht viel mehr. Da weiß ich nicht, wenn man nicht unbedingt das so im Blickfeld hat. Ob es dann überhaupt... Ist das ein Baseball, der da hinten ist? Komme ich da irgendwie durch? Was ist denn da passiert? Da geht ein Baseballschläger unten auf. Ja, und ein Baseballhandschuh. Die Plattform hat kein Sicherungsgeländer. Okay, das war Geronimus Cadillac. Einfach mal runter. Hat nichts gebracht. Ui. Da gehen wir mal hier hin. Ich muss mich an schnellere Traversal gewöhnen. Waren wir hier schon mal? Ui. Ich mag es nicht, wenn diese Pinguis da ankommen. Ein bisschen Item, was ich mitnehmen kann. Hier nur ein bisschen. Oh, da hinten, doch. Shit, aim. Ich hab's noch nicht so gut drauf. Ich hab's echt noch nicht so gut drauf. Natürlich den Double Jump machen, aber das ist ja kein klassischer Double Jump, sondern es hält mich nur ein bisschen in der Luft.
Oh. Okay. Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Ich glaube, ich habe es verbuggt. Oh, okay, falle ich gleich runter? Ich falle gleich runter. Natürlich falle ich gleich runter. Shit. Ja, zum Glück ist hier noch Energie drin. An das Traversal muss ich mich echt noch gewöhnen. Es ist jetzt nicht Niveau Balan Wonderworld, wobei man Balan Wonderworld vielleicht mal da reinziehen sollte, weil es gehört ja auch zu den Spielen, die quasi mit dazu zählen. Oh! Wenn es um die Vorbilder geht. Wo das wohl ein bisschen so Inspo daher hat. Ah, shit, ich darf da gar nicht rauf. Oh, ich hab's vergessen. Okay, warte mal. Gleichzeitig jetzt, ne? Ach, der rechte Stick, nicht der linke. Ah. Stimmt, Jojo ist ja rechter Stick. Das kann's natürlich sein. Dicke Brieftasche, ich glaube. Oh, ich habe wirklich einige Sachen verpasst. Naja, who cares? Szene 1, 3. Dann lass uns noch Burger Bonanza machen. Ist das ein Bosskampf vielleicht? Nein, es sieht wieder nach einem Level aus. Ich will mich mal jetzt nicht so lange aufhalten. So, mal gucken, ob ich mit dem Traversal flüssig hier durchkomme. Das war's, oder? Ja, okay. Okay, dann ist das etwas, was so... Ach, das ist für oben, für die Kiste. I get it. Ich verstehe. Ja, so ein bisschen hoch, damit man das machen kann. So ein traditioneller Double Jump wäre eigentlich ganz nett gewesen. So. Bin ich ein bisschen irritiert. Bricht das zusammen? Machen wir einfach weiter. Come on. Was soll's? Oh, ein Hammer. Ein neue Items. Ah, ich kann den Hammer nehmen, um dann Sachen zerbrechen zu lassen. Okay, das ist alles Gewöhnung, ne? Ich bin ja so mehr dann ein Klonoa-Fan. Wenn ich so an die... Bei 2,5D ist das jetzt nicht. Ne? Das ist kein Klonoa-Klonoa. Ich muss ein bisschen an Klonoa denken, wenn ich das jetzt hier so spiele. Natürlich die ganzen Sega-Analogien, die wir hatten, klar. Nein, ach, nicht das. Drück nicht Kreis, Gregor. Dass du keine von den Münzen mit dem Jojo aufnehmen kannst. Was passiert? Oh Gott, das passiert. Hätte ich mir auch sparen können. Das ist nämlich absoluter Kokolores, was hier passiert ist. Das bricht zusammen. Was macht der Burger? Er ist zu heftig für dich. Bowling Burger. Power-up naschen, zu einer riesigen Bowlingkugel zu werfen. Wirf oder Wirbel? Ah. Oh. Okay, und der. Ach, das gilt für eine gewisse Zeit. Und das war natürlich nicht lang genug, weil hier hätte ich noch Bowling gebraucht. Nein, jetzt hör mal auf damit. Also es ist kein Spiel, was du instant drauf hast. Das sage ich mal. Uff. Okay, Glück gehabt. Mal gerettet so nochmal. So. Was haben wir hier? Piep, piep, Faulenzer. Wow, Gegner. Wieso sind wir immer noch da?
Das war nicht so klug von mir. Aber das ist klug. Aha, Gegner alle runtergefallen. 4,23. Heißt das irgendwas Spezielles? Ah, hier. Okay. Nicht draufspringen auf das Trampolin, Gregor. Hier für dich. Okay, meine Nachricht erhalten. Ich bin aufgewacht. Und flupp. Irgendwie möchte ich nicht anhalten, um mir dann anzuhören, was die zu sagen haben. Was ist das hier? Oh, jetzt haben sie mich erwischt mal. Gefangen. Ich bin im Knast. Dann lassen wir das Netz mal. Wenn ich mit dem Netz fangen wollt. Pingus. Oh, jetzt haben sie mich mit dem Shitnetz gefangen, ey. Mies. Mies, was ihr macht. So, Hagen. Schön drüber hinweg. Irgendwas wollte er, schafft den Müll von der Straße. Ist das Müll? Ja. Danke, dass du die Straße geräumt hast. Ja, ich bin ja auch so gut. Danke, dass du die Straße geräumt hast, aber für hier habe ich leider keinen Burger mehr über. Hätte ich vielleicht noch mir von anderswo mal holen sollen. Ich weiß, da wäre Gras zum Mähen gewesen. Aber die Level nochmal vollgepackt, dass man so extra Sachen erkunden kann. Okay, nicht vergessen. Nicht dorthin. Wie tragisch ist das, wenn man nicht die ganzen Schüsselsachen hier holt? Sie verlieren ihr Prickeln. Pack unsere Limos, bevor sie schal werden. Okay, ich habe sie wohl nicht gepackt. Langsam wirkt, diese Limo ist schal. Naja gut, dann trinkt er eben Limo ohne Fizzi. Ah, wir haben noch schnell Burger. So, einmal hinterher. Und Bowlingkugel. Strike, gab sogar den. Okay, ich habe es zum zweiten geschafft. Ich hätte anderswo bestimmt noch wieder ganz. Okay, rechter Stick, nicht vergessen, Gregor. X-Strike. Neue Tricks. X. Yeah. Ja, haben wir es gut gemacht, oder? Bis Levelende. Falls der nächste Level ein Boss ist, machen wir den noch. Ansonsten, glaube ich, haben wir einen Ausstiegspunkt erreicht hier. Fortfahren. Vanillastadt. Das sieht nicht nach einem Boss aus. Ist wieder eine blockierte Szene. Und die Spielaufzeichnung wird vorgesehen. Ich habe keine Ahnung, wo bin ich denn hier gelandet. Kann ich einfach hier durchlaufen, durch den Start. Nee, ich glaube, wir können hier mal rausgehen. Und mal so ein bisschen fazitieren. Ich werde das noch ein bisschen weiterspielen, wobei ich bin gerade echt gut beschäftigt mit tausend anderen Sachen. Ich wollte hier aber unbedingt mal reinschauen für euch. Ich bin jetzt auf dem Niveau okay. Ja, das fühlt sich für mich noch nicht wie so ein Brecher an. Ich weiß natürlich die Kreativität zu schätzen. Es sind gute Leute, die hinter Sonic Mania gesessen haben. Wie ich es aber eingangs gesagt habe oder zwischendurch immer wieder mal, ich fühle es noch nicht so ganz. Über das Design könnte ich hinwegsehen vom Hauptcharakter. Es ist jetzt nicht so, dass es super schlecht oder sowas ist, aber es ist natürlich eine bewusste Stilfrage, was sie jetzt hier gewählt haben. Ich bin noch nicht so ganz bei dem Traversal jetzt hier. Also so das Gefühl zu bekommen, wie ich durch die Sachen durchschwinge. Perspektive macht mir ab und zu nochmal so ein bisschen Probleme. Und es ist so häufig bei Jump'n'Runs bei mir so der erste Eindruck oder die ersten Eindrücke, die bestimmen darüber, oh, habe ich Bock drauf oder habe ich nicht Bock drauf. Gefällt mir so die grundsätzliche Gameplay-Loop. Und mir macht sowas dann eher Fun,
so Clonor hat bei mir instant gezündet, zum Beispiel. Oder auch eben die Sega-Sachen, obwohl da bei Sonic ist natürlich, weil es die 2D-Games Vorarbeit geleistet haben, bevor ich dann Sonic Adventure und sowas gespielt habe. Also da ist das auch entscheidend mit reingegangen. Hier ist es noch nicht ganz so. Vielleicht ändert sich meine Meinung ja oder wird dann ins Positivere umgedreht, wenn ich dann beide gespielt habe. Ich werde mich sowieso bei Rocket Beans noch mit Kollege Fabian ausführlich unterhalten, weil ich bin mir sicher, der spielt das auch im Moment. Das ist ja so ein bisschen unser Steckenpferd. Aber ich fände es schon gut, wenn auch die Sonic Mania-Macher mal ein 3D-Spiel in geil machen. Das ist es jetzt noch nicht im ersten Blick für mich geworden, aber Potenzial ist natürlich da. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Checkt gerne die weiteren Videos auf dem Kanal aus. Gerade das Final Fantasy VII Rebirth Review mit dabei. In Bälde gibt es ja noch mal ein bisschen mehr. Aktuelle RPGs, die demnächst kommen werden, die ich mir für euch noch mal anschauen möchte. Gegen Ende März ist ja Dragon's Dogma angedacht. Und andere spannende Spiele sind ja auch noch in der Mache oder bald fertig, wie Rise of the Ronin. Auch gegen Ende März kommt ja beides am gleichen Tag auch raus, zum Beispiel. Ich sage danke fürs Zuschauen, freut euch darauf, plauschangriff.de Podcast-Version und supportet mich gerne, patreon.com/rpghaven oder steadyhq.com/rpghaven. Macht es mir möglich, solche Videos wie die hier und viele andere zu machen. Danke fürs Zuschauen, ich sage Tschüss und Penny's Big Breakaway. Bis dann!